Hi und herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute an, wie Nervengifte wirken und an welcher Stelle der Erregungsübertragung manche Nervengifte eingreifen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Also, um das Thema Nervengifte jetzt zu verstehen, sollten wir erstmal kurz über den Ablauf der Erregungsübertragung reden. Wir haben hier das Endknöpfchen. Im Endknöpfchen kommt jetzt ein elektrisches Signal an. Dieses Signal sorgt dafür, dass Cl-Ionenkanäle geöffnet werden und Cl-Ionen in die Zelle einströmen können. Diese Cl-Ionen sorgen dafür, dass Vesikel, das sind kleine Bläschen, gefüllt mit Neurotransmittern in Richtung präsynaptische Membran wandern. Diese Vesikel verschmelzen dann mit der präsynaptischen Membran und die Neurotransmitter werden in den synaptischen Spalt ausgeworfen. Auf der anderen Seite des synaptischen Spalts sind jetzt die nachgeschalteten Zellen. Das kann eine weitere Nervenzelle sein, eine Muskelzelle, aber auch eine Drüsenzelle. Die Membran dieser Zelle nennt man die postsynaptische Membran. In dieser Membran sitzen Kanäle. Und diese Kanäle haben Rezeptoren. Die könnt ihr hier sehen. An diese Rezeptoren kann der Neurotransmitter binden. Und das hat zur Folge, dass sich der Kanal öffnet. Durch diesen geöffneten Kanal können nun Natriumionen einströmen und die nachgeschaltete Zelle erneut erregen. Und dadurch wird das Signal weitergeleitet. Wenn wir jetzt verstehen wollen, wie verschiedene Nervengifte wirken, müssen wir einfach nur schauen, in welchen Teilschritt dieses Ablaufs das Nervengift eingreift. Und genau das zeige ich euch jetzt. In diesem Video habe ich mich für vier verschiedene Nervengifte bzw. Stoffe entschieden und das sind zum einen das Botulinumtoxin, auch Botox genannt, das Atropin, das Muscarin und das E605. Und ich dachte mir, das reinzunehmen ist auch noch eine interessante Sache, weil es einfach mal zeigt, wie krass Pestizide eigentlich sind. Und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an mit dem Botulinumtoxin. Das Botulinumtoxin hemmt die Ausschüttung von Neurotransmittern. Das bedeutet, das Botulinumtoxin greift in diesem Schritt ein. Denn Botulinumtoxin verhindert, dass die Neurotransmitter überhaupt in den synaptischen Spalt gelangen. Dadurch gibt es überhaupt keine Signalübertragung. Und eine mögliche Folge davon wäre zum Beispiel die Muskellähmung. Denn wenn die Muskeln keine weiteren Signale erhalten, bleiben sie einfach schlaff. Botox greift also in einem der ersten Schritte bereits ein. Ein weiteres Nervengift, das dafür sorgt, dass es keine Reizübertragung gibt, ist Atropin. Atropin kommt in der Tollkirsche vor und die gibt es auch in unseren Wäldern. Also passt im Wald immer gut auf, was ihr esst. Ich meine, ihr solltet eigentlich auch so im Wald nichts essen, aber ihr seid jetzt gewarnt, macht was ihr wollt. Also, die Besonderheit von Atropin ist, dass es einen ähnlichen Aufbau wie Acetylcholinesterase hat. Dadurch ist das Atropin in der Lage, an die Rezeptoren zu binden, an welche eigentlich die Acetylcholinesterase, also der Neurotransmitter, binden würde. Somit werden von dem Atropin die Rezeptoren blockiert, aber das Atropin ist eben nicht ganz die Acetylcholinesterase, also ist es nicht in der Lage, die Ionenkanäle zu öffnen. Es kann zwar an den Rezeptoren binden, jedoch wird dadurch keine Reaktion ausgelöst. Somit bleiben die Ionenkanäle geschlossen und das Atropin blockiert diese. Auch hier gibt es wieder keine Reizweiterleitung. Atropin wird beispielsweise verwendet, wenn ihr eine Augenuntersuchung machen wollt. Dann kriegt ihr ein paar Tropfen Atropin in die Augen, selbstverständlich in einem sehr verdünnten Zustand. Und das sorgt dafür, dass der Ringmuskel in euren Augen gelähmt wird und sich somit entspannt. Und so können eure Augen besser untersucht werden. Also nochmal zusammengefasst, Atropin blockiert die Rezeptoren an den Ionenkanälen,
an der postsynaptischen Membran und so kann keine Reizweiterleitung stattfinden. Das nächste Nervengift, das wir uns anschauen, ist Muscarin. Muscarin ist ebenfalls ähnlich wie Acetylcholin und ist sogar in der Lage, Ionenkanäle zu öffnen. Jedoch kann es nicht von der Acetylcholinesterase abgebaut werden. Die Acetylcholinesterase gehört zu einem weiteren Schritt in der Signalübertragung, denn die Acetylcholinesterase baut die Neurotransmitter im synaptischen Spalt wieder ab, nachdem diese ausgeschüttet wurden. Denn ansonsten hätten wir ja eine dauerhafte Erregung durch die Neurotransmitter im synaptischen Spalt. Und das ist ja nichts, was wir wollen. Also, was genau passiert bei Muscarin? Muscarin ist ebenfalls ähnlich wie Acetylcholin und kann somit ebenfalls an den Rezeptoren binden. Und sobald Muscarin an den Rezeptoren bindet, öffnen sich die Ionenkanäle und lassen Na+ rein. Da Muscarin jedoch nicht abgebaut werden kann, bleibt das Muscarin, wie ich eben gesagt habe, dauerhaft im synaptischen Spalt und verursacht so eine dauerhafte Erregung, da ja die ganze Zeit Ionenkanäle geöffnet sind. Was bei einer Dauererregung passiert, ist zum Beispiel ein Muskelkrampf. Das heißt, es werden die ganze Zeit elektrische Signale an die Muskeln übertragen, was bedeutet, dass sich die Muskeln sehr oft kontrahieren wollen und dadurch verkrampfen. Also zusammengefasst, Muscarin ist ebenfalls ähnlich wie Acetylcholin, kann ebenfalls an den Rezeptoren binden und sorgt sogar für die Öffnung der Ionenkanäle. Jedoch kann Muscarin nicht abgebaut werden und bleibt so im synaptischen Spalt und sorgt für eine Dauererregung, was zum Beispiel zu Muskelkrämpfen führen kann. Das letzte Gift, das ich mir heute anschauen will, ist das E605. Das E605 ist ein Insektizid. Das heißt, es wird verwendet, um Insekten, zum Beispiel auf Feldern, zu vernichten. Und was macht jetzt dieses E605? E605 hemmt die Acetylcholinesterase dauerhaft. Das heißt, es ist eine irreversible Hemmung. Dadurch ist kein Abbau des Acetylcholins mehr möglich und auch hierdurch kommt es wieder zu einer Dauererregung. Das bedeutet, aus dem Endknöpfchen werden immer wieder Neurotransmitter ausgeworfen, jedoch werden die Neurotransmitter im synaptischen Spalt nicht abgebaut. Dadurch sind die Ionenkanäle dauerhaft geöffnet und auch hier kommt es wieder zu Dauererregungen und wie im Beispiel zuvor auch zu Muskelkrämpfen und dadurch dann eben zum Tod. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, E605 hemmt die Acetylcholinesterase dauerhaft. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Falls ja, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft Hilfe in Bio brauchen könnt. Das alles hilft mir deutlich mehr, als ihr vielleicht denkt. Nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Kommentare und Rückmeldungen. Ich hoffe, bei euch im Abi läuft alles gut und falls ihr noch kein Abi schreibt, dann einfach bei den anderen Arbeiten, die ihr so schreiben müsst. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.